sing it one last time for you. Then we really have to go. You've been the only thing that's right in all I've done. Also ich mache das ja hier schon seit 8 Jahren, ne? Und ich muss echt sagen, sowas habe ich bei uns hier auf der Bühne noch nie gesehen. Echt? Und noch nie gehört. Unglaublich. Dankeschön. Vielen Dank. Marc, ja. Was für ein abgefahrener Auftritt, oder? Unfassbar. Mann, Claudia, das ist... Ey, dafür ist es doch hier alles. Dass so jemand wie du hier das macht, was du machst, das ist... Finalwürdig. Das ist Dankeschön. Gewinnerwürdig. Dankeschön. Siehst du das genauso, Sido? Ja, auf jeden Fall. Mit Abstand die beste Sängerin, die wir hier haben. Dankeschön. Obwohl ich dachte ja bisher, du bist eine Maschine oder ein Roboter oder sowas. Aber heute habe ich das erste Mal gemerkt, dass du ein Mensch bist. Weil beim ersten Mal, als du rauskamst, hat man dir die Aufregung ein bisschen angemerkt. Da habe ich das erste Mal gesehen, dass du ein Mensch bist und war beruhigt, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Also, ey, wir haben das auch hier erlebt, das war grandios, so ein kleines Mädchen, so eine riesen Stimme hat. Weiß nicht, wie sie das macht. Ich meine, ich freue mich, dass jetzt ist es fast unmöglich für alles die richtige Entscheidung zu treffen. Also, ich meine es in der besten Art. Ich meine, du musst dir vorstellen, du hast da oben 2 unglaubliche Sänger. I know. Und dann hast du auch einen unglaublichen Sänger auf die Bühne. I know. Hast aber nur 2 Stühle. I know too. Also, ich bin so froh, dass ich hier sitze und nicht da sitze. Danke, Ray. So, ja. Ich auch. Ich fühle mich jetzt viel besser. Ich finde, es gibt keine Worte. Wirklich, um dich zu beschreiben, Claudia, ich fühle mich irgendwie mit dir verbunden, weil witzigerweise sind wir beide, als wir jung waren, nach Deutschland gezogen, nach München, in dieselbe Stadt, lieben es zu singen. Und jedes Mal, wenn Töne aus dir rauskommen, macht es irgendwas mit mir. Bekommt diese Dame hier ein Hot Seat und somit auch direkt einen Platz im Halbfinale, ja oder nein? Ohne Frage kriegst du einen Hot Seat. Das heißt, du bist im Halbfinale. Herzlichen Glückwunsch.
Hier steht sie, die erste Halbfinalistin im Team Alice. Und das bedeutet aber auch wieder, noch einmal muss jetzt da oben ein Stuhl geräumt werden. So kurz vorm Ende muss uns noch mal jemand verlassen. Marielle oder Bastian? Wer muss gehen? God, this is such a hard decision. Oh, shit. Okay, I did not want to cry. Oh, fuck. Okay. Es war noch nie so hart. Das ist tatsächlich so. Marielle, du hast so eine besondere Stimmfarbe. Und jedes Mal glänzt du, wenn du auf der Bühne stehst. Basti, du hast die größte Entwicklung gemacht. Ich meine... Wer muss uns so kurz vor dem Ende jetzt nochmal verlassen? Es muss uns leider... Oh, I can't do it. God damn it. Werden wir eine Entscheidung von Alice bekommen? Das erfahren Sie... Nächstes Jahr. Yeah. Also komm. Okay, I'm Alice, sorry. Wer muss nach Hause gehen? Okay, Countdown von 5. Brauchst du? Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Auf dem Stuhl bleibt. Ich kann nicht mehr. Marielle, du bleibst, du bist im Halbfinale. Das heißt, lieber Bastian, du musst uns verlassen. Wir würden dich, glaube ich, alle gerne behalten, aber es geht leider nicht. Es gibt nur 2 Plätze. Danke, Bastian. Sie muss ich akzeptieren. Natürlich wäre ich gerne in die Live-Shows gekommen, aber ich gönne sie jedem und deswegen bin ich froh, dabei gewesen zu sein. Und herzlichen Glückwunsch an Marielle. Du bist im Halbfinale. Und damit steht das Team Alice fürs Halbfinale. Marielle und Claudia. Herzlichen Glückwunsch. Das gibt Mädel-Power auf jeden Fall im Halbfinale. Alice hat's geschafft. Ihr habt es geschafft. Ihr seid im Halbfinale.